Hallo und herzlich willkommen zur ersten Heimspielwoche im neuen Jahr. Am Sonntag empfangen wir in unserer Home Deluxe Arena die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Kleeblatt hat genauso wie unser Team in der Winterpause 3 Freundschaftsspiele absolviert. Im jüngsten Test gegen den FC Basel konnten sie einen 0:2 Rückstand noch in ein Unentschieden drehen. Und diese 2 Tore, die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Wir gehen rein. Unsere Jungs konnten 2 von 3 Testspielen für sich entscheiden. Pelle Bufink und unser Cheftrainer Lukas Kwasniok blicken entsprechend positiv auf die spielfreie Zeit zurück. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, wir sind gerade wieder zurückgekommen von einem sehr gutes Trainingslager. Ich glaube, wir sind da noch mal ein bisschen zusammengewachsen und haben ein paar gute Schritte gemacht. Also ich gehe mit voller Mut in das erste Spiel rein. Es ist ja immer wieder das Gleiche. Die Trainer sind meistens zufrieden in den ersten 2, 3 Wochen. Jeder kämpft um seinen Platz, aber ich finde schon auch, dass wir in dieser Saison eine ganz, ganz besondere Konstellation haben. Wir haben natürlich auf dem Transfermarkt ein bisschen was getan. Sehr viele Spieler aus der U21, die von hinten Druck machen. Deswegen haben wir einen sehr, sehr guten Geist, sehr leistungsorientiert und haben schon so einen Spirit, dass wir sagen, ey, am Sonntag gegen Fürth, das kann schon ein geiles Spiel werden. Ich glaube, wir sind gut vorbereitet, aber 2, 3 Dinge, die stehen noch an. Aber die Trainingswoche hat ja gerade erst begonnen. Nach 5 Wochen Pause ist die Vorfreude auf Sonntag riesengroß. Ja, schon sehr groß. Ich muss echt sagen, man hat die Spannung echt vermisst, so das erste Pflichtspiel wieder zu machen. Ja, ich habe heftig Bock, wieder loszulegen. Wir haben die Fans vermisst. Ich glaube, die Fans haben uns auch vermisst. Und ja, wir würden gerne wieder anfangen. Pelle geht als unsere Nummer 1 in die Rückrunde. Wir haben ihn gefragt, was seine Ziele für die zweite Saisonhälfte sind. Also persönliche Ziele habe ich noch nicht so ausgesprochen, aber ich glaube, unsere gemeinsamen Ziele sind sehr wichtig. Ich glaube, dass wir genauso weitermachen wollen und müssen, wie wir aufgehört haben in 2023. Und ich glaube, wir haben dafür einen sehr, sehr guten Start für uns, um das zu machen. Mit 29 Zählern steht unser kommender Gegner einen Platz vor uns in der Tabelle. Was das Team aus Mittelfranken so stark macht, das haben wir unseren Cheftrainer gefragt. Ja, sie können alles abdecken. Also das ist kein Zufall, dass sie auf Platz 5 stehen und haben darüber hinaus einfach so 2 Freigeister in ihren Reihen, so mit Rogota und Green, die einfach die beiden sehr, sehr schnellen Spitzen, Lemperle und Sieb, sehr gut einsetzen können. Und ich glaube, diese Mischung, die ist schon sehr, sehr gefährlich. Und da sind einige Mannschaften gescheitert. Und ich hoffe, dass wir die richtigen Lösungen am Sonntag dann auch finden. Eins ist klar, die 0:5 Niederlage aus dem Hinspiel wollen unsere Jungs am Sonntag vergessen machen. Aber was können wir für eine Partie erwarten? Ja, die wollen natürlich das letzte Spiel noch mal durchziehen. Wir würden uns gerne revanchieren. Also ich glaube, da kommt ein Gegner mit sehr viel Qualität, aber auch die gemeinsam als Mannschaft gut funktioniert. Und ich glaube, dass die alles reinhauen wollen, um zu versuchen, hier was zu holen. Und wir würden uns dafür wehren und wir würden uns Bestes geben, um die 3 Punkte hier in Paderborn zu behalten. Ja, es kann schon ein wildes Spiel werden, weil beide Mannschaften mit sehr, sehr hohen Ketten agieren. Also schon auch eine gewisse Tiefe im Spiel möglich. Auf der anderen Seite versuchen beide Mannschaften, guten Ball zu spielen und sind sehr, sehr aggressiv in der Arbeit gegen den Ball. Und diese Mischung, glaube ich, schon mit guten Spielern auf beiden Seiten kann dazu führen, dass es ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel werden wird. Hoffentlich natürlich wie immer mit dem besseren Ausgang für uns. Den besseren Ausgang für uns gab es auch im Februar 2019. Damals haben wir gegen das Kleeblatt einen 6:0 Heimerfolg gefeiert. Das war auch unser Rekordsieg in der zweiten Fußball-Bundesliga. Philipp Clement, und der ist vom Punkt viel zu gut. Michel auf Tepetai im zweiten zum 2:0. Vasiliades auf Michel, 29. Minute, 3:0. Michel auf Babacar, Gay, 65. 4:0. Kai Pröger, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Und ein bisschen Zeit bleibt ja noch für mehr. Michel, ja, das kennen wir, der Deckel drauf.
Am Sonntag dürfen wir dann hoffentlich auch viele Tore bejubeln. Das geht gegen Fürth auch jetzt zum ersten Mal hier vom Oberrang aus. Der ist jetzt fertig gebaut und eröffnet. Tickets gibt es, solange der Vorrat reicht. Bis dahin, wir sehen uns in unserer Home Deluxe Arena.